Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich wirklich ein ganz besonderes Thema oder beziehungsweise ich möchte mal auf ein Video vermerken, was ihr auch verlinkt findet in der Videobeschreibung und zwar geht es darum, dass endlich mal jemand I Love Cookies aufgedeckt hat, dass er hackt und übrigens meine Stimme ist ein bisschen angefragt, also wundert euch nicht, wenn die sich manchmal irgendwie ganz komisch anhört. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Jedenfalls hat Hex revealed, vielleicht sagt euch der Name auch schon was, also der bastelt schon mal gerne ein paar Kanäle, die es aber auch wirklich verdient haben, meiner Meinung nach. Und ja, dementsprechend auch I Love Cookies. I Love Cookies finde ich eine Person, die, wenn sie wirklich hackt, also ich habe das Video gesehen und jetzt bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass er hackt. Und ich war auch schon eigentlich davor überzeugt, aber dann waren die Beweise nicht ganz so groß. Aber das Spielverhalten, wie er spielt, ist, man sieht's ja, also jeder Laie sieht, dass er hackt. Und endlich hat sich einer mal die Mühe gemacht und zeigt es mal der ganzen Community in einem Video. Und wie gesagt, es findet ihr alles schön in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das geht, glaube ich, 40 Minuten. Aber es lohnt sich wirklich, denn I Love Cookies hackt da wirklich richtig extremst in einigen Situationen, die er einfach nur aus den Videos dann zusammengeschnitten hat, die I Love Cookies mal hochgeladen hat. Und hat da auch mal eine Slow-Mo reingemacht. Also er verdeutlicht das schön, analysiert das schön und ich stimme ihm da auch wirklich zu. Also, dass er hackt. Und I Love Cookies hat er ja auch mal behauptet, als er auf dem Teamspeak von uns war damals, bei DOP noch. Hatten wir ihn gefragt, ob er hackt. Und er sagte dann, nein, er würde ja nicht hacken, ja. Also wir haben ihn einfach mal ganz trocken gefragt, ob er hackt. Und er hat ja gesagt, nein, er würde nicht hacken, ja. Daraufhin haben wir gesagt, aber du hast doch Prestige-Hack. Ja, und dann hat er gesagt, das würde nicht als Hack bezeichnet werden. Was ist es denn? Was ist es denn? Ein Prestige-Hack ist auch ein Hack und deswegen hackst du. Auch wenn es nur ein Prestige-Hack ist, also meine Fresse. Aber du benutzt ja jetzt hier noch, wie ich gesehen habe, was ganz anderes. Also mein lieber Mann, also das ist absolut nicht der Ehre wert. YouTube ist dazu da, um Spaß zu haben und die Leute zu unterhalten und sie nicht zu belügen. Du belügst dir die Leute, du belügst dein Netzwerk, du belügst Twitch, du belügst alle Leute, die deine Videos mal gesehen haben, mit gefakten Gameplays, das muss man sich mal reinziehen. Also, mein lieber Mann. Oh, sorry nochmal für die Stimme. Ich denke nämlich, dass I Love Cookies niemand guckt wegen der Person, wegen des Kommentars in dem Commentary, sondern nur wegen des Gameplays. Das ist einfach so. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Er ist ein absoluter Random-Typ, da kann ich einen anderen 15-Jährigen wieder vorsetzen. Der würde das genauso machen oder noch besser. Also mein lieber Mann, also ich muss da wirklich zu sagen, das, was der I Love Cookies da abgezogen hat, zu hacken und es dann noch nicht mehr zuzugeben, ja. Er hat es immer abgestritten bislang. Und das finde ich wirklich unter aller Kanone. Also das ist ein Niveau von einem 10-Jährigen oder so, also keine Ahnung. Er sollte sich da auf jeden Fall mal was überlegen, wie er das seinen Zuschauern jetzt erklären soll, weil es geht ja nicht, entweder deckt er es auf oder entweder er belässt es so. Wenn er es so belässt, dann weiß die Hälfte der Community, er hackt und er wird mit einem ganz, ganz schlechten Ruf da rausgehen und er wird auch von den größeren YouTubern was zu hören bekommen und natürlich auch von seinem Netzwerk und von Twitch. Und wenn er natürlich zugibt, dass er gehackt hat, dann könnte es passieren, dass die Zuschauer ihm nochmal vergeben. Manche werden natürlich sagen, das kann ich ihm nicht verzeihen. Ich glaube, je nachdem wie er es anstellt, würde ich ihm es auch nicht verzeihen. Weil sowas ist absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt da draußen Leute, die produzieren so massig an Videos in YouTube und stecken da Zeit rein. Und in ihre Gameplays, die mal richtig gut zu erspielen und dann kommt so einer an mit einem erhackten Gameplay und sahnt richtig Fame ab, also sowas geht absolut nicht und bildet euch mal eine Meinung drüber, schreibt es hier vielleicht in die Kommentare oder bei Text und Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.